Hallo meine Freunde, heute haben wir mal ein neues Problem. Wir beschäftigen uns nur mit einer Umlenkrolle im Auto. Und zwar hat die Rolle folgendes Problem. Wenn man die Rolle dreht, macht sie seltsame Geräusche. Hört ihr? Klack, 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 klack. Das Problem ist dieses Kugellager. Das macht Geräusche. Ich habe mir jetzt mal ein neues Kugellager besorgt. Das heißt, das Thema unseres heutigen Films ist, wie wechseln wir dieses Kugellager? Das erste Problem, wo wir erkennen, ist, dass hier jemand mit dem Körner Schläge gesetzt hat, um das Kugellager nochmal zusätzlich zu sichern. Diese müssen wir erstmal ein bisschen auf die Seite klopfen, dass es hier frei wird. Mit so einem Stempel, der ist sehr hart, treibe ich jetzt langsam die überstehenden Teile von dem Körnerschlag nach außen. Hier seht ihr, wie es übersteht. Da setzen wir den Stempel an, dann vorsichtig ein bisschen nach außen treiben. Problem ist nun, dass ich gern auf dem Außenring drücken würde. Das geht aber nicht, weil der hat hier einen Sacklochsitz. Das heißt, wir müssen es mit dem Innenring ausdrücken und hoffen, dass das Lager trotzdem rausgeht. Zerstört wird es dabei, aber es ist ja eh schon kaputt. Wir können gerade das Teil nehmen als erste Druckscheibe. Das passt schon mal ganz gut. Und dann mit einer Stecknuss drauf, um das auszutreiben. Da hier noch ein bisschen Platz ist, können wir die ersten 2 mm so versuchen, ohne dass wir da noch zusätzlich was ansetzen. Hat schon nachgegeben. So, hat schon nachgegeben. Jetzt ist schon oben. Vorher war es innen drin, jetzt ist schon ein Stück hochgerutscht. Jetzt steht das Lager schon vor, jetzt kommen wir natürlich hier dran. Deswegen brauchen wir jetzt ein passendes Druckstück, um den Rest auszudrücken. Das sollte am besten gerade hier aufliegen auf dem inneren Rand. Wir machen uns was aus Holz. Das Loch im Holz können wir mit so einem variablen Holzbohrer machen. Den kann man hier einstellen und dann macht er Löcher von beliebiger Größe. So 50, da fehlen noch 2 mm, also müssen wir den Bohrer ein bisschen nachstellen. So, und jetzt kann man die Klinge ein klein bisschen nach außen stellen und dann kommt der nächste Versuch. Die Skala, wo da drauf steht, ist so ungenau, das bringt nichts. Frage ich, was für ein Maß das jetzt hat. Hier kommen wir hin, damit können wir unser endgültiges Werkzeug bohren. So, das Lager verschwindet komplett hier. Setzen wir hier so auf, zentriert sich auch gut. Dann das Druckstück von hinten wieder rein. So, dann kommt die ganze Konstruktion wieder in den Schraubstock. Ihr seht, das arbeitet sich langsam nach hinten raus und wir haben das Lager. So, das alte Lager ist jetzt draußen. Das können wir übrigens gerade als Druckstück für das neue Lager benutzen. Um das Lager möglichst stressfrei hier reinzubekommen, benutzen wir jetzt ein bisschen Physik. Das machen wir heiß, das machen wir kalt, machen wir einen Elektrobackofen, sagen wir mal 80 Grad, das legen wir in die Gefriertruhe und dann flutscht es so ziemlich problemlos rein. Das Lager ist nun gar, wir servieren. Und das andere holen wir aus der Gefriertruhe. Den Rest müssen wir mit dem Druckstück machen.
Und jetzt sitzt die Gesichter. So, perfekt, flach, passt. Jetzt lassen wir das Ganze abkühlen und dann gibt es noch ein paar Schläge und dann passt die Nummer. So, ich treibe jetzt wieder das Metall hier ein bisschen zur Sicherheit hin. Und dann sichert es zusätzlich das Lager. Und der letzte. Jetzt können wir mal hören. Alles wieder einwandfrei. Keinerlei Geräusche. Wir haben mal wieder ein Projekt beendet. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.